Willkommen bei Kaffee Krebs, Ihr Podcast rund um alle Emotionen zum Leben mit Krebs. Ungeschminkt, ehrlich und auch mit einer Prise Humor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffeekrebs. Mein Name ist Moni Klein und heute habe ich wieder einen Gast hier. Sie ist Buchautorin, achtfache Bestseller-Autorin ist es sogar. Sie ist Schlagfertigkeitsqueen, sie ist Vortragende, sie ist Coach. Sie ist eine wunderbare Persönlichkeit mit einem exzellenten Geschmack für Humor und heute zum Thema positives Mindset. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo an dich, Nicole Staudinger. Ach, hallo. Ich wollte das in meinem Podcast mal sagen. Willkommen, Nicole Staudinger. Ach, wie schön. Ja, ich fühle mich sehr geehrt. Ja, ich fühle mich geehrt, dass du gekommen bist, dass du das zweite Mal zu uns gekommen bist. Wer die erste Folge verpasst hat, dem legen wir einfach mal ans Herz, die zu hören. Unbedingt. Weil der wird jetzt einfach gar nicht verstehen, wo es hier, ja, ne, was geht, wir hier mal so zurück quatschen. So, geht mal zurück, nehmt euch einen Kaffee und den bestellen wir uns heute jetzt an der Stelle auch. Magst du ihn heute wieder schwarz, ja, so? Echt? Ja. Echt, du trinkst einfach immer schwarzen Kaffee? Ja, nicht immer. Ich mag auch schon mal, ja, weil so ein Latte Macchiato, der, das ist mir zu, das ist ja eine Mahlzeit. Das macht mich wirklich zu satt. Ah, okay. Und das kann ich jetzt in diesem Kontext, wo ich mit dir gerne wach quatschen möchte, kann ich mir keine Mahlzeit zuführen. Dann hätte ich mich vorbereiten müssen. Nee, dann kriegst du auch einfach nur schwarz, weil ich brauche dich wach. Und bitte. Und Aufmerksamkeit. So, und bitte, ich wieder mit Hafermilch Latte Macchiato. Dann starten wir in unsere zweite Folge zum Thema Mindset und was das mit uns macht, wie wir das in schwierigen Situationen für uns nutzen können. Das ist natürlich super wichtig für, klar, alle Betroffenen, aber auch, da muss man nicht krank für sein. Mindset ist ja, also ein positives Mindset zu haben, ist immer wichtig. Ich möchte aber zurück natürlich auf deine Erkrankung, Brustkrebs, kommen. Hattest du immer ein positives Mindset während deiner Erkrankung? Auf keinen Fall. 5 Ausrufezeichen. Ja. Ja, so. 10. Danke, wenn das eine Nicole Staudinger sagt, ist das sehr beruhigend. Also ich konnte nur positiv sein, wenn ich mir die dunklen Tage auch eingestanden habe. Und das war ein riesengroßer Lernprozess, weil diese dunklen Phasen kamen bei mir gerne antizyklisch. Das heißt dann, wenn gute Nachrichten kamen. Ich bin durch die wirklich schwierigen Phasen relativ straight gegangen. Und dann kam die Nachricht, der Tumor ist geschrumpft. Und alle um mich herum haben gejubelt. Und ich fiel in ein Loch. Aha. Das heißt, warum? Ja, frag mich. Aha, da müssten wir jetzt mal einen Tiefenpsychologen drauf gucken lassen. Okay. Ich vermute, weil da das erste Mal Raum dafür war, dass man einmal durchatmen konnte. Mhm. Und dann lag ich da und habe nur geweint. Und ich kam da nicht raus. Und das Einzige, was geholfen hat, waren dann Gespräche mit Experten. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich professionelle Unterstützung brauche. Da habe ich noch nie einen Hehl draus gemacht, dass ich mir psychologische Unterstützung gesucht habe während der Erkrankung. Und da habe ich gelernt, wo steht denn bitte geschrieben, dass Sie immer nur als Strahlefrau rangehen müssen. Dann habe ich gesagt, ja, aber wenn ich jetzt gucken soll, ich habe nur gute Nachrichten bekommen, ist das denn nicht undankbar, wenn ich dann auch mal weine? Ich habe gesagt, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, das sind ja alles Anteile in uns. Also dafür muss man ja, wie du eben schon richtig gesagt hast, dafür muss man ja auch nicht krank sein. Es kann keiner immer positiv sein. Und ganz im Gegenteil, ich halte es auch für anmaßend. Ja. In alle Richtungen. Wenn ich einem krebserkrankten Menschen oder einem Menschen in einer schwierigen Lebensphase, wenn ich dem sage, du guck mal, du musst nur positiv denken. Also ganz ehrlich, da könnte ich drüber ausflippen, weil was heißt das denn auch für all die, die es nicht schaffen, dass die nur nicht ganz positiv genau genug gedacht haben? Wie viel Verantwortung gibst du denn damit den Menschen? Also, um es ganz knallhart zu sagen, ich habe und ich tue es bis heute, liege in der Ecke und heule vor mich hin, ja, obwohl es mir gut geht. Ja, das Erste, und da gebe ich dir recht, das Erste, was mit mir passiert, in Momenten, wenn ich zum Beispiel bei der Nachsorge höre, alles ist in Ordnung, das ist wie so ein Ventil aufmachen, heulen und erstmal Druck ablassen. Anstatt, ja, ne, also alles, danach feiere ich. Danach feiere ich, ja, und danach bin ich froh und happy. Aber im ersten Moment fällt auch so viel ab. Genauso, also es gibt immer diese Höhen und Tiefen. Und ich glaube, wir müssen an der Stelle auch mal ganz deutlich sagen, es ist auch völlig in Ordnung. Der eine macht es so, der andere macht es so. Und immer dieses, du musst,
ist ja, also dieses Unterdrucksetzen, wie du schon sagst, was machen diejenigen, die es eben nicht schaffen, diese positiven Gedanken, deren Ängste so präsent sind? Das wäre einfach anmaßend. Ja. Und manchmal braucht man halt eben auch mal ein Tal, damit man wieder bergauf gehen kann. Also weißt du, wie ich das immer sehe, in uns schlummern ja viele Anteile. Und jetzt bin ich ja ein Bühnenmensch. Wenn mein trauriger Anteil, mein enttäuschter Anteil nicht zwischendurch auf die Bühne darf und auch mal Gehör findet von mir, dann macht der Backstage so viel Terror, dass ich da vorne auf der Bühne nicht mehr lange performen kann. Ja. Und ich muss mir diese Zeiten sogar bewusst einräumen. Ich weiß zum Beispiel, dass der Juni für mich ein immer schwieriger Monat ist, weil da die Diagnose kam. Ja. Ich kriege das weggedacht und denke, ach, diesen Monat macht dir das gar nichts zu schaffen. Und dann holt es mich an einer ganz anderen Stelle wieder ein, wo ich denke, verdammt mich nochmal, du kriegst die Schatten nicht weg. Nach einer Nachsorgeuntersuchung feiern, da brauche ich 3 Tage für, weil ich danach so kaputt bin. Ja. Ich bin wie, ich sehe aus, als ob ich 3 Tage lang durchgearbeitet hätte und nicht geschlafen hätte. Und zum Teil schlafen wir auch viel zu wenig in der das Zeit. Das kommt noch erschwerend hinzu. Wie ausgewrungen, obwohl ich selber gedacht hätte, ich kriege es einigermaßen gut hin. Und nochmal, dafür braucht es keine Krebsdiagnose. Wir haben alle mal schlechte Tage. Wir haben auch große Weltprobleme. Man hat auch einen Weltschmerz auf den Schultern zu tragen. Ja? Ich bin natürlich ein großer Fan davon, irgendwann zu sagen, so, Schatz, jetzt habe ich lang genug da gesessen und geweint. Jetzt hat die traurige Seite genügend Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt möchte ich bitte wieder die andere Seite haben. Ich danke dem lieben Gott dafür, dass ich da immer von alleine wieder rausgefunden habe. Wie hast du das gemacht? Also vielleicht mit dem Weinen. Also jetzt nur mal ganz praktisch für die Menschen, die jetzt krank sind und zuhören und sagen, ich würde doch so gerne ein positives Mindset haben und einfach positiver an meine Erkrankung und an den Glauben, dass ich es schaffe. Wie kann ich das machen? Gibt es irgendwas, was ich bewusst tun kann in so Momenten? Also was mir immer gut geholfen hat, ist mich aus der Situation rausbeamen. Tatsächlich die frische Luft, um mich ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Weil so schlimm die Diagnose auch ist, sie ist ja keine akute Gefahr. Das klingt ja dramatisch. Aber mir hat irgendwann mal ein Prof gesagt, naja, aber Brustkrebs ist ja kein Notfall. Dann habe ich gesagt, okay, also es fühlt sich für mich so an. Ja. Nee, sagt er, wenn Sie vom Bus überfahren werden, das ist ein Notfall. Brustkrebs nicht. Mhm. Hier haben wir die Zeit, uns über Ihre Erkrankung genügend Gedanken zu machen. Wir setzen uns zusammen und so weiter. Das heißt, dieser Perspektivwechsel, der hat mir geholfen. Ich finde das an der frischen Luft schneller, weil an der frischen Luft werde ich mir bewusst, okay, egal was da auf dich zukommen mag, jetzt im Moment läufst du durch den Wald, die Sonne scheint, du kannst atmen. Jetzt im Moment ist alles gut. Das hat mir immer sehr, sehr gut getan. Und irgendwann nach dem Selbstmitleid, ein Begriff, der aus meiner Sicht wirklich zu Unrecht negativ belastet ist, wenn ich mir selber genügend Leid getan habe, dann finde ich, geht als beste Freundin die Dankbarkeit einher. Mhm. Dass du die Dankbarkeit nimmst und sagst, okay, alles klar, in meinem Fall jetzt Brustkrebs, das ist jetzt richtig scheiße mit 32, mit 2 kleinen Kindern, triple negativ, es ist wirklich, wirklich schlimm, aber du hast die Diagnose, du hast die Möglichkeit, medizinische Betreuung zu bekommen. Du wirst auf dem Weg ins Krankenhaus nicht von Bomben getroffen. Das habe ich damals ins erste Buch reingeschrieben. Dass das akuter ist denn je, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Du hast Ärzte um dich herum, die das alle schon mal gesehen haben. Der Fakt ist doof, aber die Umstände sind bestmöglich. Ja. Und mit dieser Kombi, dem Perspektivwechsel mit der Dankbarkeit, das hat mir immer geholfen und wenn das auch nicht hilft, habe ich ein paar SOS-Möglichkeiten. Für mich ist das laute Musik, Gespräch mit einer Freundin, Mensch, ärgere dich nicht mit den Kindern und shoppen gehen. Ja, shoppen ist einfach auch echt. Und laufen. Jetzt, heute, das war es aber damals nicht. Das muss ich ja ehrlicherweise dazu sagen. Ne? Ja, also was mir auch noch zusätzlich immer geholfen hat, ist einfach Etappen zu sehen. Also einfach nicht zu schauen, okay, was habe ich alles noch vor mir? Wie hart könnte mein Weg noch sein? Sondern so kleine Ziele, jede Hürde zu nehmen. Also die nächste Chemo, geschafft, feiern. Das habe ich geschafft.
Ja, nicht gekotzt. Ja, feiern. Und dann gucken, okay, die nächste. Gar nicht zu gucken, wie viel Zyklen muss ich machen, sondern immer das, was ich geschafft habe, auch zu feiern und immer nur die nächste Hürde zu sehen und auch gar nicht zurückzugucken, wie lang war denn der Weg schon, sondern immer nur auf das Hier und Jetzt und meine nächste Etappe. Das hat mir unfassbar geholfen, mich eben zu fokussieren und dann auch wirklich feiern zu können in dem Moment. Ja. Weil denn für dich, du hast es gerade gesagt, du schreibst ja Bücher, du hast ja eine Menge von Büchern geschrieben. Dein erstes hast du ja begonnen nach oder während der Krebserkrankung. Ne? Nach der zweiten Chemotherapie. Ja, hat dir das auch geholfen? Ja, das war ja Sinn und Zweck des Ganzen. Ich wollte ja kein Buch schreiben. Ach so, du hast das jetzt einfach mal für dich als... Ich habe gedacht, ich muss das jetzt mal aufschreiben, was mir da passiert ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das noch nicht gelesen, weil ich habe natürlich alle, als ich gewusst habe, du kommst zu mir in den Podcast, alle erstmal gekauft. 8 sind es an der Zahl. So, und jetzt, ich fange von hinten an. Ich laufe jetzt mit dir, weil läuft schon, und arbeite mich dann zu deiner Krebserkrankung. Aber spannend, also das ist eigentlich als Tagebuch. Ja. Okay. Genau, okay. Ist ein Tagebuch und dann habe ich das mal zwischendurch, was ich da geschrieben habe, meiner Mama vorgelesen und die hat gelacht und geweint zugleich und meinte, Schatz, ich würde das mal Verlagen zuschicken. Vielleicht hilft das irgendwann mal anderen Frauen. Das war aber nie meine Intention. Meine Intention, das war einfach ein Bedürfnis. Wie Pipi machen und essen, habe ich gedacht, ich muss jetzt was schreiben. Und ich habe auch nie mehr im Nachgang eine Zeile geändert. Ja, das ist, glaube ich, wenn man für sich den Weg findet. Ne? Bei dir war es das Schreiben. Bei mir war es damals eben, ich bin nicht so gut im Schreiben, ich kann quatschen. Und ich habe einfach mein Gesicht in die Kamera gehalten und habe gesagt, okay, ich mache jetzt Instagram. Ich halte jetzt mein Gesicht in die Kamera und ich erzähle jetzt meine Geschichte. Ich erzähle jetzt meinen Weg und egal, wie weitergeht und im besten Fall werde ich gesund. Aber ich glaube, wenn man auch, ich habe das als Aufgabe gesehen, auch so ein bisschen. Mhm. Ne? Also nicht nur auch was zu hinterlassen, falls es schief geht, das muss man ja im Kopf behalten, sondern auch vielleicht was zu bewirken, wenn es gut läuft. Und ich hatte immer so ein bisschen den Druck, gebe ich ehrlich zu, von meiner Krebs-Community, die ja dann guckt, dann kannst du dich gar nicht so ultra hängen lassen, ja, weil die dich dann anfeuern und sagen, komm, okay, einmal heulen, aber dann jetzt wieder weiter. Das hilft auch. Das hilft wahnsinnig. Ja. Also so wirklich auch dann anfeuern von Menschen, die du gar nicht kennst. Ja. Also das hat mir extrem geholfen. Und ich denke, so muss jeder ein bisschen den Weg für sich finden. Ich finde, du hast uns extrem viele Tipps jetzt auch gegeben und auch den Menschen, die uns zuhören, die vielleicht jetzt in so einem Loch sind. Ich hoffe einfach und ich gebe das einfach als persönliche Empfehlung. Du schreibst ja so herrlich. Also ich kann, ich habe bei dem neuesten Buch die erste Seite, ich habe schon in der Ecke gelegen. Also da fällt es einem nicht schwer zu lachen und ich finde es großartig, dass du das uns ermöglicht und würde einfach sagen, wir müssen an dieser Stelle, weil ich habe noch ein großes Thema mit dir zu besprechen, nämlich dein Leben nach Krebs kann man gar nicht so sagen, es ist ja immer noch ein Mitkrebs, obwohl man es hinter sich gebracht hat, aber was sich so für dich geändert hat, was du so alles erleben durftest, machen durftest und darüber quatschen wir einfach in der nächsten Folge. In der jetzigen Folge sage ich vielen Dank für deine auch diese positive Aura, die du mit dir mitbringst. Und ich finde, man hört es dir auch an der Stimme, was für ein positiver und mutmachender Mensch du bist. Vielen, vielen Dank, dass du auch heute mein Gast warst. Und ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen und kommst ein drittes Fall. Mal wieder. Wir sehen uns wieder. Vielen, vielen Dank an dich, Nicole. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Und vielen, vielen Dank auch an dich da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, für deine Zeit. Ich hoffe, die positive Energie hier aus diesem Raum hat auch dich erreicht. Und vielleicht kannst du die auch direkt umwandeln. Ich würde mich riesig freuen, wenn du unseren Podcast bewerten würdest. Am liebsten mit 5 Sternen. Wir nehmen auch ein bisschen weniger, wenn es berechtigt ist. Und ja, sehr positiv gestimmt verabschiede ich mich von dir. Mein Name ist Moni Klein und wie immer gebe ich dir meine persönlichen Worte mit für diese Folge, egal aus welchem Grund du diesen Podcast hier hörst und egal welche Rolle Krebs in deinem Leben spielt. Eins garantiere ich dir, gemeinsam sind wir immer stärker. Mehr Infos unter www.kaffeekrebs.de. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von MSD Sharp & Dohme GmbH.